So, danke Rainer. Herzlich willkommen in diesem Webinar für die Customer Journey von morgen. Ich werde Ihnen heute erklären, inwiefern iAdvice das so gedacht ist, dass die Customer Journey von morgen optimiert wird. Erst ein paar Wörter zu mir. Mein Name ist Marius Seth. Ich arbeite für iAdvice als Sales Consultant und ich werde jetzt ein paar Wörter auch über iAdvice sagen. So, wer sind wir? Was machen wir? Was sind unsere Ziele? Wir haben uns gedacht vor 6 Jahren, dass wir den Online-Kundenservice persönlicher gestalten. Ja, aber nicht nur für die Besucher, sondern auch für unsere Kunden ist es sehr wichtig, dass sie dann auch Mehrwerte machen können. Ja, das heißt, Umsatz generieren und die Zufriedenheit verbessern. Heutzutage vertrauen uns 500 Kunden. Das sind ungefähr 2500 Webseiten in 40 unterschiedlichen Ländern. Ja, wir haben angefangen in Frankreich und danach haben wir uns weiterentwickelt in ganz Europa. Wir werden immer größer. Wir haben angefangen mit 2 Personen und nach 6 Jahren sind wir jetzt 180 Personen. Und wir haben ein paar Trends identifiziert. Ja, angefangen mit der Echtzeit. Ja, das ist heutzutage sehr wichtig online, weil die Online-Besucher, die Online-Käufer erwarten nicht gerne. Danach erwarten sie auch eine personalisierte Ansprache. Und zum Schluss die Ubiquität. Was ist die Ubiquität? Das ist die allgegenwärtige Kommunikation. Das heißt, wenn der Besucher von den sozialen Netzwerken auf sie zukommt, auf unsere Kunden zukommt, dann erwartet er auch, dass er über diesen Kanal angesprochen wird. Und das in Echtzeit wiederum. So, der erste Trend ist jetzt die Echtzeit. Ja, das ist einer der wichtigsten Kriterien heutzutage für den digitalen Kundenservice auf jeden Fall, weil da haben die Besucher sämtliche Erwartungen. Ja, und diese Erwartungen sind auch sehr groß. Die erwarten zum Beispiel in 91% der Fälle eine schnelle Antwort. Ja, das heißt, warten geht überhaupt nicht mehr. Deswegen gibt es auch immer mehr Echtzeitkanäle, wie zum Beispiel den Chat. Ja, der Besucher erwartet innerhalb von Sekunden die erste Antwort. Danach sehen wir die Kompetenz. Er möchte auch so schnell wie möglich mit dem richtigen Ansprechpartner in Verbindung gesetzt werden. Ja, das heißt, er will nicht mehr mit einem First-Level-Agent reden, wenn es um ein tieferes Problem handelt. Und dann zum Schluss muss es natürlich einfach sein. Einfach, das heißt, er möchte kein E-Mail mehr schreiben. Wenn er auf der Webseite ist, möchte er sofort einen Kontakt mit einem Kundenberater. Oder wenn er zum Beispiel eine E-Mail schreibt, erwartet er auch, dass diese Antwort per E-Mail zurückkommt und nicht, dass er da mal anrufen soll. Das haben wir, denke ich mal, alle schon mal gesehen auf den verschiedenen Online-Shops, die es jetzt heute gibt. So, was wir gesehen haben, dass wir, wenn wir diese oder wenn wir die Besucher im richtigen Moment ansprechen, ja, das heißt, wenn die Besucher eine Beratung erhalten, kurz vor Bestätigen oder eher kurz vorm Abspringen der Seite, hat man halt sehr gute Ergebnisse im Bereich der Warenkorbabschlüsse. Ja, das heißt, fast die Hälfte der Personen, wenn sie eine Beratung erhalten, können sie danach auch kaufen. Ja, warum? Weil meistens fehlen ihnen ein paar Informationen, wie zum Beispiel Informationen über die Lieferung oder über die Zahlung. Und dementsprechend, wenn sie die Informationen in Echtzeit auch erhalten, dann kaufen sie auch danach. So, danach kommt die Personalisierung. Ja, habe ich Ihnen auch schon erwähnt, dass die Besucher kommen ja über verschiedene Kanäle, haben verschiedenes Verhalten und dementsprechend ist es auch sehr wichtig, dass wir uns da anpassen. Ja, das heißt, wir müssen analysieren, woher die Personen kommen, was für einen Kontext haben diese Personen, was für Aktionen führen sie durch, sind sie präsent auf den sozialen Netzwerken und dementsprechend muss man sie mit den richtigen Kanälen ansprechen, zum Beispiel über Chat, Call oder auch Video. Ja, wir basieren uns auf ein intelligentes Targeting, das heißt, hier sehen Sie die ganzen Besucher auf Ihrer Webseite. Das ist eine Riesengruppe, das sind sehr viele Leute, aber was kann man mit diesen Personen denn anfangen? Ja, man muss sie halt in verschiedenen Gruppen aufteilen können. Ja, zum Beispiel die erste Gruppe, das sind die Self-Service-Besucher. Die braucht man nicht wirklich ansprechen, die kommen alleine klar. Danach gibt es die Interessenten, die zwischen verschiedenen Produkten sich umschauen, in verschiedenen Online-Shops. Die sind sehr kurz auf der Webseite, ein paar Sekunden, die muss man auch nicht unbedingt ansprechen. Aber dann gibt es andere Leute, ja, zum Beispiel Interessenten auf der Facebook-Seite, Interessenten auf Twitter. Ja, diese Personen kann man ansprechen und dann gibt es natürlich diese Personen, die im Sales Funnel, im Checkout sind. Ja, die ist natürlich, in dem Fall sind es die Prio 1 Besucher, weil die brauchen eine Beratung, sonst gehen sie von der Webseite oder tätigen den Kauf nicht. Diese Person muss man ansprechen über jeden Kanal. Deswegen reden wir von der allgegenwärtigen Kommunikation.
Das nennen wir das Ubiquity Challenge. Ja, diese Personen kommen von allen Kanälen auf ihrer Webseite oder auf ihrer Marke. Das heißt, entweder auf Facebook, Twitter, über Messenger jetzt auch oder auf den Online-Shop über eine Desktop-Version oder auf eine mobilen Version. Diese Personen erwarten, dass man über jeden Kanal eine schnelle Antwort auch schreibt. Ja, das muss überall stattfinden und in Echtzeit. So, jetzt reden wir mal endlich von der idealen Customer Journey. Wir haben das mal bei uns analysiert, wie unsere Kunden das benutzen. Ja? Und da haben wir mal einen Use Case draus gemacht. So, Sie sehen jetzt, das ist jetzt der Florent. Der Florent sucht eine Geschenkidee. Und zwar für einen Freund. Sein Freund ist Hobbykoch und dementsprechend braucht er ein Geschenk für ihn. So, bloß er selbst hat keine Ahnung. Dann fragt einfach mal auf Twitter nach. Der schickt einfach mal so los, er klickt auf Tweet, dann erhält er eine Antwort von Cooktoys. Cooktoys ist ein Unternehmen, spezialisiert in Küchenzubehör. Das passt perfekt in dem Fall. Und dann sieht man ganz einfach, ein Kundenberater hat dem Florent eine Antwort geschrieben. Um ihm zu sagen, am besten komm mal auf unsere Webseite, auf unseren Online-Shop, da findest du bestimmt irgendwas. So, Florent ist schlau, klickt auf den Link, dann kommt er auf die Homepage. Da sieht er mehrere Produkte, weiß nicht genau, welches Produkt am besten passen würde. Dann sieht er ein kleines Ikon, brauchen Sie Hilfe, fragen Sie doch die Community. Er sagt, okay, wieso nicht, Markenbotschafter, da können wir bestimmt weiterhelfen. Dann klickt er auf diese Anfrage und dann hat er einen Chat mit einem Community-Mitglied. Kilian ist Markenbotschafter bei Cooktoys, ja, weil er ist schon Kunde, hat schon mehrere Produkte gekauft und er kennt auch die Produkte sehr gut. In dem Fall kann Florent seine Frage stellen und Kilian findet dazu das beste Produkt, das der Supermix 2000. Er hat ihn selbst schon benutzt, er weiß, wie das funktioniert und wie praktisch dieses Produkt ist. Dementsprechend erhält Florent einen sehr guten Tipp. Ja? Er möchte jetzt dieses Produkt kaufen. Ja? Er legt es in den Warenkorb, geht es weiter im Checkout und dann auf einmal sieht er ein Problem. Er kann seine Postleitzahl nicht eingeben. Ja? Das passiert ab und zu. Was passiert meistens? Man probiert es einmal, zweimal, dreimal und dann möchte man nicht mehr weitermachen und geht von der Seite. So, hier muss gedacht, diese Person ist wichtig, die ist ja gerade am Kaufen. Vielleicht braucht diese Person eine Beratung. In dem Fall ist Matt gerade verfügbar und Matt kann den Florent weiterhelfen. So, Florent ist natürlich sehr überrascht und sogar er freut sich darüber, weil sonst kann das Produkt nicht kaufen. Er klickt auf, ich habe eine Frage. Und dann startet eine Chat-Diskussion mit Matt. Matt ist Kundenberater, weiß, wie das geht. Er kann ihn sogar begleiten und kann sogar ihn helfen, damit er den Kauf tätigen kann. Ja, zum Schluss hat Florent das Produkt gekauft, weil er hat eine gute Beratung erhalten. Und dann zum Ende kann er anstatt von der ganz normalen E-Mail-Benachrichtigung eine Messenger-Benachrichtigung aussuchen. Ja? Und in dem Fall kriegt er diese Messenger-Nachricht für die Bestätigung der Bestellung direkt auf seinem Smartphone, weil er die App schon installiert hat. Ja, ist das natürlich sehr praktisch. So, was passiert dann? Dann erhält er eine Nachricht von Cooktoys und Cooktoys bedankt sich für die Bestellung. Wenn er sogar draufklickt, sieht er, wo ist mein Produkt? Wann kommt es zu Hause an? Das kann es dann ganz einfach mal sehen. Und dann weiß er, okay, es kommt am Montag, den 20. März, bei mir zu Hause an. Das ist super, weil da bin ich sogar noch zu Hause. So, und danach kriegt er sogar, sagen wir mal so, eine Art Rabattcoupon von 20% und einen Link, damit er selbst Markenbotschafter wird. Dann klickt er drauf und dann kann er an dem Community-Abenteuer teilnehmen. So, natürlich ist es jetzt von der Sicht des Besuchers sehr praktisch, aber wie kann man in dem Fall das Kundenservice organisieren? Ja, das ist eine andere Perspektive. Die Kundenberater benutzen iAdvice den ganzen Tag und wir haben es so gemacht, dass es für die Kundenberater optimiert ist. So, erstens haben Sie Interessenten auf Ihrer Webseite. Diese Informationen sind sehr wichtig, weil Sie wissen, was diese Personen machen, wie, was für Aktionen führen Sie durch, was für ein Profil haben Sie, sind Sie schon Kunden oder noch nicht. Dementsprechend muss man diese Person, diese wichtigen Interessenten identifizieren können, dann eine Nachricht schreiben, ja, entweder per Chat, per Call, per Facebook Messenger zum Beispiel, und dann verbinden und das mit dem bestmöglichen Ansprechpartner. Entweder ein Markenbotschafter, wenn es um eine normale Produktberatung geht, oder zweite Möglichkeit, das ist dann in dem Fall ein Kundenberater aus Ihrem Kontaktcenter. Ja, weil diese Person hat vielleicht mehr Antworten zum Thema Lieferinformationen oder Zahlungsmöglichkeiten. Wie sieht es denn für einen Kundenberater aus? Das ist eine cloud-basierte Lösung.
Das heißt, man muss das ganz einfach auf seinem Browser installieren und sich einloggen. Und dann kommt auf einmal den ersten Chat, weil der Kundenberater gerade verfügbar ist. Verfügbarkeit ist für den Besucher wichtig, aber auch für den Kundenberater. So, hier kommt der erste Chat. Wir haben das Tool so gestaltet, dass es sehr intuitiv ist und bleibt. Ja, das heißt, er hat verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel eine Wissensdatenbank. Das heißt, er kann schnell eine Antwort schreiben. Er muss den Kontext schnell verstehen. Deswegen im Hintergrund sieht er den Bildschirm von dem Besucher. Und dazu gibt es noch ein paar Funktionen, wie zum Beispiel die Co-Browsing-Funktion. Mit dieser Co-Browsing-Funktion kann der Kundenberater, wie zum Beispiel das Postleitzahl eingeben und dann den Besucher begleiten. Ja, so dadurch haben wir halt eine sehr gute Conversion-Rate-Optimierung danach. Jetzt reden wir von einem Markenbotschafter. Der Markenbotschafter hat natürlich eine andere Problematik. Diese Person ist meistens unterwegs. Ja? Das heißt, die benutzen iOS-Device, zum Beispiel in der S-Bahn oder zu Hause auf dem Smartphone vor dem Fernseher. Ja? Was haben wir das gemacht? Weil wir denken, dass eine App für die Markenbotschafter wichtig ist. Ja? Und in dem Fall auch angepasst. So, das ist der Markenbotschafter, er ist gerade eingeloggt und hat jetzt auch den ersten Chat. Ja? Dementsprechend kann er den Chat über sein Smartphone bearbeiten. Funktioniert genauso wie eine ganz normale Messaging-Funktion. Er kann in dem Fall auch das Produkt checken. Er kann eine Antwort schreiben und so ganz einfach eine Beratung durchführen. So. Das ist so gestaltet. Wiederum genauso wie die Kundenberater als auch für die Markenbotschafter habe ich am Anfang erwähnt, dass bei uns die Verfügbarkeit sehr wichtig ist. Das heißt, wenn kein Kundenberater oder wenn kein Markenbotschafter verfügbar ist auf der Webseite oder vor seinem Büro, in dem Fall kriegt der Besucher auch keine Einladung. Ja? So bleibt die Customer Journey sehr gut, weil meistens, das haben wir auch schon gesehen, wenn der Besucher eine Chat-Einladung erhält und dann auf einmal ist kein Kundenberater da, ist dann natürlich etwas enttäuscht. Und meistens, mit einer gewissen Zeit, hat er keine Geduld mehr und geht dann von der Webseite. So, wie können wir diese Community animieren? Ja, weil natürlich diese Kundenmarkenbotschafter machen das kostenfrei. Ja, wir haben eine Gamification entwickelt. Ja, das heißt, es gibt Badges, es gibt ein Ranking von den ersten drei Markenbotschafter, die am besten oder die am meisten Chats bearbeiten. Und dementsprechend können wir so die Community animieren. Die Markenbotschafter werden zusammen mit unseren Kunden rekrutiert. Ja, zum Beispiel über eine Facebook-Kampagne. Diese Personen sind sehr wichtig für den Besucher, weil wir haben auch gesehen, dass jetzt die meisten Besucher sich andere Kundenmeinungen anschauen. Und daher haben wir uns gedacht, wieso können diese Markenbotschafter nicht direkt auf der Webseite die anderen Besucher beraten, anstatt dass sie sich irgendwo anders umschauen. Wir brauchen ungefähr pro Kunde 15 bis 20 aktive Kunden oder Markenbotschafter. Ja? Und mit diesen Markenbotschafter kann man ungefähr 70% des Volumens bearbeiten. Die andere 30% wird dann von den Kundenberater bearbeitet. Ja? Ich habe jetzt danach ein paar Best-Practice-Beispiele von unseren aktuellen Kunden. So, Sie oder unser Kunden als Unternehmen ist natürlich sehr wichtig, dass Sie sehen, was für einen Mehrwert wir bringen. Ja, weil das ist ja schön und gut, aber das muss sich der Return Investment muss auch stimmen. Daher haben wir verschiedene KPIs, ungefähr 150. Da verfolgen wir KPIs wie zum Beispiel die Conversion Rate Optimierung. Ja, da haben wir sehr gute Ergebnisse im Bereich, weil ganz einfach, wir zielen ja die Personen, die wichtig sind, die eine Beratung brauchen und die dann auch den Kauf tätigen können. Danach schauen wir zum Beispiel die Zufriedenheitsumfragen an. Ja, somit messen wir die Zufriedenheit bei unseren Kunden. Dann sehen wir, wie viele Kontakte diese haben und wie hoch die Qualität ist. Ja, diese ganzen Diskussionen kann man immer wieder finden in dem Logbuch von dem Dashboard von iAdvice. So, jetzt reden wir über Best-Practice-Beispiele. Das ist so ein konkretes Beispiel von den Ergebnissen, die wir bei unseren Kunden erreichen können. So, bei der TUI. Die TUI arbeitet schon seit 2 Jahren mit uns zusammen und benutzt die Click-to-Chat-Lösung. Da haben wir gesehen, dass wir in 2 Jahren die Conversion Rate ganz einfach verneunfacht haben. Ja? Und zwar, das haben wir analysiert, indem wir gesehen haben, wie viele Besucher werden beraten und wie viele werden nicht beraten. Und dann haben wir gesehen, dass wenn ein Besucher, der jetzt zum Beispiel eine Reise oder irgendwas im Warenkorb hat, eine Beratung erhält, dann kauft er die auch öfters. Ja? Bei der TUI ist es sehr konkret, zum Beispiel eine Produktberatung.
Das sind sehr hochwertige Produkte und dementsprechend erwarten die Besucher dann auch Informationen. Ja, am Telefon zu greifen und dann anzurufen, machen sie nicht mehr so oft, weil, wie gesagt, online geht alles sehr schnell und wenn man die Informationen nicht schnellstmöglich erhält, dann geht man auch meistens von der Seite wieder. So sieht die Chat-Anladung bei der TUI aus. Ja, das ist eine ganz normale Chat-Anladung und eine ganz normale Chatbox. Funktioniert auch ganz einfach für den Besucher. Wie gesagt, das muss auch einfach sein. Daher muss der Besucher nichts machen, nichts runterladen. Er muss keine Informationen eingeben. Das bleibt relativ anonym. Ja. Und da ist die Antwortrate natürlich immer besser. So, House of Fraser ist einer von unseren ersten Kunden in England. Ja. Und bei denen gibt es eine andere Problematik. Die möchten ganz einfach die Besucher einen guten Kundenservice anbieten. Ja, in dem Fall geht es um ganz normale Anfragen, wo liefern Sie, wie lange dauert die Lieferung, was für Zahlungsmöglichkeiten haben Sie, wie sieht es aus mit den Retouren? Das ist ja eine große Problematik in der Modebranche. Die bearbeiten ungefähr 10.000 Kontakte pro Monat, ja, und trotz der Strategie für den Customer Service reden wir trotzdem von Conversion Rate Optimierung. Zwischendurch eine kurze Frage. Ist es möglich, dass dem Kunden über die verschiedenen Chatkanäle immer der gleiche Kundenberater oder der gleiche Markenbotschafter zugewiesen wird? Also technisch gesehen ja, praktisch gesehen nein, weil wenn der Kundenberater nicht verfügbar ist, dann können wir nicht erwarten, dass der Besucher wartet, bis der Kundenberater wieder online ist. Andersrum, automatisch, wenn es zum Beispiel der Besucher unterwegs ist, ja, und er hat einen Chat gestartet mit einem Kundenberater A und nach einer gewissen Zeit kommt auf einmal nochmal die Chat-Anfrage, dann kommt es automatisch wieder zum Kundenberater A, wenn er verfügbar ist und frei. So. Ich komme nochmal kurz zurück auf Use Cases von House of Fraser. Trotz der Strategie für Customer Care können wir trotzdem 3% des Website-Umsatzes mit AdWords erreichen und generieren. So, letztes Beispiel, das ist Affini Passion, eine französische Marke. Ja, die haben fast als erster Kunde unseren Community-Chat benutzt und da haben wir unglaubliche Ergebnisse erreicht. Und zwar erstens eine Conversion Rate von 29%. Ja, bloß für Ihre Informationen, die professionelle Kundenberater erreichen 19%. Ja, das heißt 10% weniger. Und zwar die Community Markenbotschafter wurden rekrutiert zusammen mit den Kunden. Und das sind Personen, die Marke kennen, die Marke kaufen. Und diese können halt eine sehr gute Beratung durchführen. Ja, weil erstens, die sind meistens auch außerhalb der Öffnungszeiten auf dem Chat verfügbar. Und ein Kunde kann halt eine bessere Erfahrung oder seine Erfahrung besser weitergeben als ein Kundenberater. Das ist aber eine Vertrauenssache. Ja, weil man sagt immer, der Kundenberater möchte ja immer etwas verkaufen und der Markenbotschafter hat ja selbst eigentlich kein Interesse daran, es zu machen. Andersrum ist die Zufriedenheit im Community Messaging auch sehr gut. Da erreichen wir 89% und da ist es in dem Fall beim Kundenberater etwas höher. Da sind wir bei 91%. Ja. Und zwar, weil es geht um sehr spezifische Fragen, wie zum Beispiel für die Kundenberater dann die Retour. Ja, wie auch schon gesagt, große Problematik in dieser Branche. So, und hier sieht es aus, das ist auf Französisch. Der Besucher weiß natürlich Bescheid, mit wem er redet, ob er jetzt zum Beispiel mit einem Markenbotschafter redet oder mit einem Kundenberater und dementsprechend kann er dann mit den Personen dann kommunizieren. So. Das war es jetzt von dieser Präsentation der Customer Journey. Jetzt haben Sie vielleicht noch Fragen, die können Sie gerne in den Reiner stellen und dann werde ich die mal beantworten. Ja, vielen Dank. Ich schaue hier, ob sich noch was im Chatfenster tut. Ja, vielleicht noch so, weil ihr seid ja international tätig. Gibt es da Unterschiede zwischen den Märkten, zwischen der Akzeptanz so einer Lösung? Wie sieht das da aus mit Deutschland im Vergleich zu anderen Märkten? Also im Vergleich ist Deutschland nicht jetzt der modernste Markt. Zum Beispiel wie Frankreich. In Deutschland fangen wir erstmal an mit dem normalen Chat,
weil es gibt halt andere Problematiken zuerst, die die Unternehmen gerne bearbeiten. Community Chat kommt auch so langsam, ja. Was wir in Deutschland im Moment sehr oft sehen, ist Social Media. Ja, das sind wirklich diese Hauptanfragen, die wir am meisten hören. Social Media ist jetzt im Moment ein Thema. Und da reden wir zum Beispiel wie über WhatsApp, über Facebook und so weiter und so weiter. Okay, gut. Ja, ich sehe jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Wir sind ja nicht aus der Welt. Kontaktdaten gibt es. Ja, Moment, da. Was sind die Anreize für Markenbotschafter außer Rabatten und wie werden diese betreut? Also, die werden von unserem Community Manager betreut und von unseren Kunden. Ja. Was ist der Anreiz? Die erhalten natürlich Rabattcoupons, also ist das Nummer eins. Und dann zum Beispiel Einladungen zu VIP-Events. Wie zum Beispiel, wir haben einen Kunden im Bereich Automobil, die auch Community benutzen. Und die laden die ganzen Experten einmal in der Woche zu einem kostenlosen Besichtigung zu einem Museum ein. Ja, oder zum Beispiel VIP-Events für Markenbotschafter in der Modebranche. Das ist auch das passiert sehr oft. Anreiz ist es eigentlich auch, weil die machen das gerne, die sind hilfsbereit und die haben Zeit dafür. Ja, im Durchschnitt unsere besten Community-Markenbotschafter, die chatten pro Woche 2 bis 3 Stunden. Das ist sehr viel für eine Person, die das freiwillig macht. Wir haben einmal bei uns im Unternehmen die Markenbotschafter eingeladen. Da haben wir sie mal gefragt, wieso machen sie das überhaupt? Macht es ihnen Spaß? Und diese Personen sind eigentlich hilfsbereit. Das heißt, die reden gerne mit anderen Leuten, möchten ihnen beraten, welches Produkt am besten ist und welches Produkt sie einfach gekauft haben und was für eine Erfahrung sie damit gemacht haben. Okay. Gut. Ja, weitere Fragen sehe ich im Moment nicht. Okay, dann danke für die Aufmerksamkeit. Ich Dann wünsche bedanke mich Ihnen auch. einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.